OMG. Hallo, hallo und willkommen bei Fame or Blame. Ich bin euer Begleiter Syl und ja, meine Damen und Herren, bam, ich bin ganz allein unterwegs und ich habe mal wieder die Ehre, ein neues Fame or Blame Battle zu starten. Das waren übrigens die Buns. Tada! Verdammt, ich bin leider recht krank. Muss ich zu meiner eigenen Schande zugestehen. Wow, was für ein Scheiß laber ich gerade. Unglaublich. Ja. Auf jeden Fall einfach ein schönes Match. Shogat gegen Ricardo. Und Ricardo Dadel Zyra. Shogat stackt Instant Magie Resi. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Ich finde aber eher, hier hätte er ein bisschen Sustainers gebauen sollen. Was macht er gerade mit Pots? Ricardo startet schon mal direkt mit einem Kelch. Und ein paar Schuhen. Mit den Schuhen natürlich, damit er leichter ausweichen kann. Und den Kelch, um eine bessere natürlich wegen der Magieresistenz und auch wegen dem harten Mana-Rack. Weil Syra ist eine ordentliche Mana-Schleuder. Und ich versuche das Ganze jetzt hier ein bisschen durchzureden. Wird ein bisschen schwer. Ich bin ordentlich krank und habe mega Kopfschmerzen. Jesus Christus. Oh mein Gott, meine Damen und Herren. Was ein Trauerspiel, Facebook. Oh. Wow, Mann. Also manchmal frage ich mich wirklich. Oh, also es sollte sich keiner von euch wirklich jetzt gerade angegriffen fühlen, aber echt jetzt. Euer fucking Ernst. Das glaube ich einfach nicht. Ich schreibe rein. Ja, für die Leute, die jetzt gerade Fame or Blame mitmachen wollen. Hey, schreibt den Betreff Fame or Blame. Ich habe dann als Beispielzahl einfach mal eine 7 angegeben. Dann habe ich in Klammern hinterher geschrieben. Es kann auch irgendeine andere Zahl dort stehen. Es ist egal. Irgendeine Zahl zwischen 1 und 9. Okay, also soweit haben das auch schon manche verstanden. Manche. So, natürlich setze ich voraus, dass ihr alle soweit mitdenken könnt und mir dann irgendwas gebt, damit ich euch nicht nochmal anschreiben muss, sondern dass ich euch gleich kontaktieren kann. Zum Beispiel euren Ingame-Nick oder euren Skype-Namen. Also, ich finde, das ist nicht so viel verlangt. Ich habe es dann auch extra nochmal geschrieben und immerhin haben sage und schreibe fast 20% von euch geschafft, auch das alles mit anzugeben. Also ein Ingame-Nick und Fame or Blame und die Zahl. Also, das ist schon Hut ab, meine Leute, Hut ab. Aber jetzt genug davon. Ricardo farmt hier sie schön in heißen. Hat erst 5 Creeps, Shogat hat schon 6. Ja, wie am Anfang, ist normal, halt ein kleines Farm-Battle. Ricardo wird es sehr, sehr, sehr schwer haben, wenn Shogat seine Ulti hat. Ich glaube, das kann Ricardo hier nicht großartig gewinnen, aber... Naja, Ricardo hat schon manch anderes gerissen. Oh, da hat er ihn gebettelt, meine Damen und Herren. Da hat er ihn gebettelt. Das war Ricardo-like, so wie es kennen. Mimimi. Scrubs 123 hat, glaube ich, ungefähr 1k Wins. Also sollte vom Skill-Level her nicht so weit behind vom Ricardo sein. Aber naja, das soll ja nichts heißen. Gesu war immerhin auch 2k Elo und hat Hardcore verkackt. Ich finde das übrigens sehr, sehr schön, wie man Shogat hier eiskalt seine Passive ausnutzen kann. Damit er halt sehr, sehr viel Leben wieder dazu kriegt. Und halt auch Mana. Natürlich ist Shogat jetzt stark in der Bedrulle, weil er jetzt nur noch eine Heilsphäre hat anstatt 2. Und Ricardo hat gleich 3 zur Verfügung. Das heißt, Ricardo hat momentan hier, was Sustain angeht, die Vorteile auf seiner Hand. Da hat er ihn gerade schön in die Nähe der Falle reingelockt. Und das war's auch mit ihm. Oh, da zündet er Barriere. Glück gehabt. Oder weiser Pick mit der Barriere. Das, was Shogat jetzt aber natürlich hier macht, ist fatal. Weil jetzt zoont gerade Ricardo ihn von den Creeps. Das heißt, er kriegt nicht so viele. Und wenn ihr so weit seid, dass euch Ricardo halt von den Creeps zoonen kann, und ihr halt Angst haben müsst, zu den Creeps zu gehen, sonst weil ihr sonst sterbt, sterbt einfach, kauft euch ein und versucht ihn dann erstmal wegzudominieren. Weil so verliert ihr einfach viel zu viel und Ricardo kriegt viel zu viel Free Farm in diesem Moment. Scrubs hält sich trotzdem wahnsinnig gut. Ricardo hat erst 17 und er hat 14. Doch jetzt verliert er richtig viel am Tower, denke ich mal. Obwohl er richtig hat genügend Mana, um alles zu kriegen. Ja, jetzt hat er auch 17. Er lässt jetzt zumindest, was Farm angeht, ist er als Ricardo gerade ebenbürtig.
Und ich denke mal, wenn er sich gleich ein bisschen vollgefressen hat und ordentlich tanky wird, wird Ricardo auch nicht mehr so viele Chancen haben. Da muss Ricardo halt gucken, wer der stärkere Pusher hier ist. Und Ricardo sollte dann auf seine Pushing-Qualität, also seine pushigen Qualitäten hoffen. Weil hier wird er einfach Shogat einpushen müssen, sonst denke ich, kann er nicht gewinnen. Das war Arsch. Das war richtig arschig knapp. Verdammte Axt. Ricardo immer noch seine Ulti. Shogat hat immer noch ein bisschen Time auf Feast, auf Fressen. Für die Leute, die nicht wissen, was Fressen macht. Fressen, na, das solltet ihr eigentlich wissen. Also ihr guckt Famer Baby, solltet das wissen. Wenn nicht, googelt's nach. Ah, oh, wunderschön. Ganz knapp erwischt und wunderschön auf jeden Fall. Jetzt kann natürlich auch Shogat einkaufen. Das heißt, Shogat ist jetzt ein wenig ein Vorteil. So viel Geld sollte aber nicht gehabt haben. Ja, er kann kaum was mit dem Gold machen. Er hat sich immerhin Negatron-Glock geholt, oh mein Gott. Man kann sich nicht weiter was holen. Oh, ich glaube, hier will Ricardo sterben, meine Damen und Herren. Ricardo will am Tower sterben. Oder will er nicht? Nein, obviously not. Ah, Ricardo macht jetzt einen auf Ehrenkrieger. Das kenne ich gar nicht von ihm. Ricardo ist jetzt mit 400 Gold im Vorteil. Mal sehen, wie Shogat darauf reagieren wird. Und Shogat lässt sich weiter Hardcore Harrison. Ah, jetzt wird er aggressiv, meine Damen und Herren. Und er frisst ihn jetzt. Oh lol, da ging's ins Schild. Und jetzt Shogat gibt's Rampage, mein Fräulein. Und babam. Da hat ihn Ricardo schon wieder geholt. Das sollte es auch schon gewesen sein, für Fame of Blame, denke ich mal. Ach ja, wir zeigen heute zwei Folgen und dem darauffolgenden Tag haben wir auch vor, zwei Folgen zu zeigen. Einfach nur, damit wir Fame of Blame wieder ein bisschen aufholen können. Weil wir haben ja ein bisschen länger nicht gezeigt. Liegt auch daran, dass Ricardo momentan sehr, sehr viel zu tun hat. ja. Und ich natürlich ohne Ricardo Fame of Blame nicht machen kann. Oh mein Gott, Ricardo. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh, da hat er einen Kill geschenkt. Da hat er ihm einen Kill geschenkt. Warum auch immer. Das war nicht so gut, Ricardo. Jetzt konnte er natürlich dadurch ordentlich aufholen. Das freut den Sugar bestimmt sehr. Ich glaube, jetzt hat er gerade einen warmen Erguss in der Hose. GG vollgeschissen, meine Damen und Herren. Und was kauft sich denn jetzt, Ricardo? Wie viel Geld hat er eigentlich gehabt, dass er zurück wollte? 2800, ah, also er kann sich jetzt ordentlich AP kaufen. Er könnte sich jetzt zum Beispiel einen Kelch auskaufen, um bessere Mana-Rack zu haben. Nein, er will auf Sustain und Slow gehen. Dass er den Sugar besser kiten kann, wenn nötig. Ich glaube, wenn die Pflanzen einen anballern, zählt aber der Wheeler ist proktisch. Was ich übrigens sehr, sehr schade finde. Und ich finde, das sollte auch Warhammer so sein, weil das ist ja schließlich ein Spell. Und Wheeler ist es nicht gerade billig. Also ich finde, das wäre fair. Oh, guckt euch Ricardo an. Die es jetzt wissen will gegen Shogat hier. Da war ich da einfach ganz gemütlich aus. Und die Pflanzen Harrison hier schön weiter. Ist ja richtig eklig, die Dinger. Ja. Das ist mal eine garstige Pflanze, meine Damen und Herren. Ich glaube, die wurde nicht gegossen. Ah, Shogat kommt jetzt aber natürlich auch wieder gut ins Spiel, muss man sagen. Erstmal durch natürlich, dass er jetzt die ganze Zeit nur Magieresistenz bauen muss, mir nicht. Aber auch... Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Ich wollte gerade Shogat ein bisschen loben, aber das war eine Schnapsidee. Ich wollte gerade sagen, er baut jetzt halt ein bisschen gegen Ricardo auf und versucht ein bisschen gegen anzupuschen. Das war für ihn natürlich ein fataler Fehler jetzt gerade. Ricardo mit nun mittlerweile bei 52 Creeps, er bei 37. Immerhin hat er schon einen Kill. Das muss man auch Respekt sagen, also schaffen nicht viele Ricardo zu töten. Und mal sehen, wie viel Gold Ricardo jetzt gerade wieder hat. Oh mein Gott. 940. Das heißt, er könnte sich wieder einen Zauberstab holen. Um weiter AP zu stacken. Ich denke mal, hier wird es ein bisschen dauern, bis sich Ricardo das Feier, die Zweierboots holt. Na, ihr müsst mir das auch ein bisschen nachsehen, meine Damen und Herren. Ich bin da wirklich ordentlich krank. Ich versuche mich echt darauf zu konzentrieren, was ich gerade sage. Es fällt mir nur gerade sehr, sehr schwer. Das finde ich aber auch wirklich dermaßen gemein an den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dass es wirklich jeder kranke Spaß, die mitbenutzen darf. Ich finde, das sollte man anders regeln. So ein Bus extra für Kranke zum Beispiel. So ein Sondertransport. Jeder, der krank ist, muss sich dazu verpflichten, das Ding zu nutzen. Sonst gibt es harte Strafen. Ich finde, das wäre besser.
Das würde zumindest den Krankenkassen ordentlich, also es würde den Krankenkassen enorm viel Geld einsparen. Und die Bevölkerung gesund halten, denke ich mal. Ich bin nämlich immer extrem angepisst, wenn mich irgendwie so eine alte Oma ansteckt. Das mache ich einfach nicht leiden. Oder wenn ich Leute in einem blöden Bus einfach anhusten. Das ist super nervig. Aber soll's, dafür lebe ich in Hamburg. Bus und Bahn ist ja eigentlich optimal, um sich hier fortzubewegen. Und da hat er ihn schon wieder geholt. Ah, ich glaube, Shogun ärgert sich gerade einen Arsch ab. Dabei hat er wirklich einen guten Pick gegen Zyra hier gehabt. Shogun hätte wirklich nur passiv spielen müssen. Gar nicht unbedingt AP stacken müssen und einfach nur gucken müssen, dass er farmt. Mehr hätte Shogun hier nicht tun müssen, um das Spiel zu gewinnen. Weil Shogun hätte das Spiel hier garantiert auf Zeit gewonnen. Weil Ricardo nichts gegen einen, ja. Shogun mit sehr, sehr viel Magieresistenz hätte machen können. Ah, will er einen Inhibitor oder will er sich killen lassen, Ricardo? Ich glaube, er will... Ah, er wollte sich wieder eine Chance lassen. Hier einigermaßen schlau gemacht, damit er mehr Creep Damage auf den Inhibitor kriegt, hat er zwei Pflanzen nach vorne geschickt, damit sich die Creeps erstmal um die Pflanzen kümmern. Und er es gleich leichter hat, einzupushen. Ricardo will sich auch ziemlich schnell beenden, habe ich das Gefühl. Dop, dop, dom, easy, dop, dop, dom, easy. Da will Shogun das richtig wissen, wie er sich bettelt. Oh mein Gott, da kriegt er Ricardo. Und da kommt die Pflanze des Todes. Der absoluten Vernichtung. Boah. Jetzt bin ich mal gespannt, was Ricardo sich hier kaufen wird. Ah, hat sich Schuhe ausgekauft. Das war schon. Ah, und da kauft sich jetzt einen unnötig großen Stab. Ja. Den ersten unnötig großen Stab, den Ricardo je in seinem Leben hier gesehen hat. Weil mit so einem unnötig großen Stab ist er einfach nicht ganz vertraut, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, meine Damen und Herren. Er ist immer ganz verwirrt, wenn er morgens aufsteht. Aber ich denke mal, das Spiel sollte auch nicht mehr so allzu lange dauern, oder? Also ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber ich glaube, das Spiel dauert keine 3 Minuten mehr. Wir haben meine hellseherischen Kräfte wieder, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass ich jetzt gerade was trinke. Dum, 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 dum. Herrlich. 80 zu 61 und 5 zu 2, also es sieht ziemlich eindeutig aus. Dass Ricardo hier wirklich mit Zyra gewinnt, ist ein bisschen hart, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Weil ich finde, Shogun ist eigentlich ein sehr, sehr guter Pick gegen Zyra. Kann man nicht anders sagen. Und besonders, wenn sich jemand schon Legendary Skin für Shogun holt, geht man ja eigentlich davon aus, dass man ihn auch spielen kann. Also, nennt mich altmodisch, aber ich finde es zumindest so. Ich kaufe mir keinen Legendary Skin, wenn ich nicht zocken kann. Shogun will nicht aufgeben. Er will es Ricardo so schwer wie möglich machen, doch Ricardo sein Tower Harris macht es ihm unmöglich, das Spiel zu gewinnen. Wie er ganz Zeit weiter Harris. Jetzt noch die kleinen dreckigen Super Creeps. Eieiei. Die Super Creeps. Das war eine sehr, sehr interessante, das war ein sehr, sehr interessant gesetzter Coup von Shogun. Weil er natürlich ganz Zeit damit rechnet, dass Ricardo ausweicht, hat er versucht, sein Coup so zu setzen, dass Ricardo halt beim Ausweichen da reinläuft. Sneaky, sneaky Shogun, aber hat nicht funktioniert. Ja, und ich denke, das war's dann auch. GG an meiner Stelle von hier aus. Und ein verdammtes Easy, mein Freund. Also Scrubs 1, 2, 3. Da muss man ein bisschen üben. Oh, das Game hat keine 14 Minuten gedauert. Das war mit der Team Punish bei. Das war Fame or Blame. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bam. Und ja. Na, endlich. Das war's und fick dich, Dio. Bam.